Willkommen bei Gartenfernsehen. Zier-Ahorne werden immer beliebter. Stichwort kleinbleibende Sträucher für kleine Gärten, aber auch elegantes Laub und in vielen Fällen auch eine wunderschöne Herbstfärbung. Aber das sind auch Pflanzen, wo man unbedingt das richtige Know-how zu kennen sollte. Und dafür sind wir hier zum Spezialisten gekommen, in die Soltauer Baumschulen, zu Christian Nielsen. Speziell mit der Frage, die häufig gestellt wird, kann man, soll man einen Ahorn eigentlich schneiden? Grundsätzlich ja, man kann japanische Ahorne schneiden, aber wichtig ist, einige wichtige Dinge zu beachten. Das Wichtigste für den Anfang erstmal ist der Schnittzeitpunkt, der auf jeden Fall im Frühjahr gewählt werden sollte und keinesfalls im Herbst oder Winter erfolgen sollte, einfach um die Pflanze gesund zu halten und lange Freude an der Pflanze zu haben. Also Frühjahrsschnitt, ist das jetzt die richtige Zeit? Also wir sind Anfang Mai. Genau, Anfang Mai ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Es beginnt eigentlich mit dem Austrieb. Wenn die Pflanze beginnt auszutreiben, Saft zu bekommen, die Knospen schwellen, dann kann man anfangen und eigentlich bis in den Juni hinein kann man die Pflanzen zurückschneiden. Ist es später im Jahr, verheilen die Wunden schlechter und die Infektionsgefahr mit Pilzen ist relativ hoch und deshalb lässt man das dann einfach im Herbst dann grundsätzlich sein. Und warum schneidet man überhaupt? Man schneidet die Pflanzen, um sie gleichmäßig zu halten und vor allem gut verzweigt und kompakt zu halten. Ich kann das hier an der einen Pflanze mal zeigen. Da ist jetzt der Rückschnitt schon erfolgt. Etwa vor 3-4 Wochen ist die Pflanze hier zurückgeschnitten worden und auch schon wieder kräftig ausgetrieben. Das alles jetzt der kräftige Frühjahrstrieb. Wir versuchen, dass die Pflanzen möglichst dicht werden, aber auch, dass die Form der Pflanze stimmt. Also nicht, dass die Pflanze sehr hoch ist, aber dabei nur sehr schwach verzweigt ist und sehr dünn ist. Und wir wollen eine kräftige Pflanze haben, die gut verzweigt ist und wo auch das Verhältnis von Höhe und Breite passig ist und einfach stimmt und nicht lange, latschige Triebe, die einfach keiner sehen will. Dann können wir uns das jetzt mal anschauen, vielleicht an dem Beispiel hier dieses Ahorns hinter uns, der schon sehr lange Triebe hat, die wir vielleicht etwas stutzen wollen. Genau, also die Pflanze hat schon angefangen zu treiben, das ist aber kein Problem. Wir schneiden jetzt die Triebe vom letzten Jahr, die einjährigen Triebe zurück und versuchen einfach die Pflanze ein bisschen gleichmäßiger werden zu lassen und ein bisschen kompakter zu machen, die Pflanze, die Verzweigung zu fördern. Würde man das nicht machen, würde man sehr lange Triebe halten, die sehr latschig, sehr dünn sind und womöglich dann auch irgendwann überhängend oder abbrechen könnten. Und das will man natürlich nicht haben, weil man eher eine schöne, gleichmäßige Pflanze haben möchte, die dann auch schön fürs Auge ist. Und hier haben wir auch, hier vielleicht ganz gut zu sehen, einen Frostschaden. Die Rinde aufgehellt, weißlich, mit leichten schwarzen Punkten drauf. Da ist der Frost in den Trieb eingedrungen, hat die Zellen kaputt gemacht und die Pflanze oberhalb ist dann abgestorben. Das ist was ganz Normales, passiert nicht nur bei Ahorn, auch bei vielen anderen Gehölzen. Es ist dann aber wichtig, gerade beim Ahorn, dass man diese Triebe rausschneidet, um die Pflanze vital zu halten. Gut, und das war dann auch schon der Schnitt. Also man nimmt tatsächlich nur die kleinen äußeren Triebe weg, keine kräftigeren Schnitte. Genau. Was wir jetzt gemacht haben, das ist alles das einjährige Holz. Das heißt, die Triebe vom letzten Jahr, was wir geschnitten haben. Normalerweise zweijähriges Holz ist noch okay. Wenn es älter wird, ist es immer schwierig für die Pflanze zu verkraften. Würde man jetzt so einen dickeren Trieb wegschneiden, gibt es immer eine sehr große Wunde und da ist dann die Infektionsgefahr mit Pilzen dann einfach wieder sehr groß. Deshalb lässt man da meistens eigentlich die Finger davon. Gut, dann würden wir uns jetzt noch an einer zweiten Pflanze auch diesen Schnitt anschauen, hier vielleicht nebenan, genau, der auch einfach nur eine kompakte Form erzeugen soll. Genau, das ist die Sorte Shishigashira. Markant dieses leicht gekräuselte Laub. Eine Pflanze, die schon von sich aus sehr stark kompakt wächst. Man kann das auch an der Pflanze sehr gut erkennen, denke ich. Aber die Pflanze macht nichtsdestotrotz immer noch relativ lange Triebe teilweise, die ich dann einfach ein bisschen angleichen würde. Und sobald ich die Pflanze gesehen habe, sieht man das dann auch. Die Pflanze ist gleichmäßiger und sieht gleich ganz anders aus. Das, was wir gerade gelernt haben, auch hier wieder nur die Triebe des letzten Jahres. Genau. Der letztjährige Trieb ist praktisch von hier unten bis hier oben, diese 30, 40 Zentimeter. Und da würde ich dann bei dem etwa die Hälfte wegnehmen. Hier kann man jetzt sehen, hier haben wir die Pflanze eben gerade geschnitten.
Schnitt vom letzten Jahr hier, dann die Jahre davor ist hier, hier, hier unten, da ganz unten. Und ich denke, man kann ganz gut sehen, wo bei dem Rückschnitt die Pflanze sich dann immer stärker verzweigt hat und sich eine immer größere und stärkere Pflanze dann entwickelt hat. Also es ist tatsächlich so, dass man japanische Ahorne jedes Jahr einmal schneiden sollte. Man kann sie jedes Jahr schneiden, man muss es nicht unbedingt. Wenn die Pflanze ohnehin nur geringen Zuwachs hat, ist es nicht unbedingt notwendig. Aber so kleine kosmetische Schnitte kann man schon schauen, ob man da jedes Jahr dann was machen muss. Das muss man dann von Pflanze zu Pflanze entscheiden. Gut, dann würden wir uns hier vielleicht noch einen etwas höheren japanischen Ahorn angucken. Da sieht man eben diese Form, er hat das Kompakte völlig verloren. Ja, es ist ohnehin, die Sorte Autumn Glory ist stärker im Wuchs, eher Großstrauch bis kleinbaumartig. Also die Pflanze kann durchaus 5 Meter hoch werden. Und oben ist die Pflanze halt doch ganz schön aus dem Ruder geraten. Und da wollen wir jetzt versuchen, dass wir das wieder ein bisschen hinkriegen und die Pflanze dann wieder kompakter wird und besser verzweigt ist. Die Pflanze muss relativ kräftig zurückgeschnitten werden, dass wir dann auch die kompakte Pflanze wieder rauskriegen, die wir am Anfang hatten. Kräftiger Schnitt, aber trotzdem, wir sind hier noch im einjährigen Holz, also dem von letzten Jahr. Das ist alles noch das einjährige Holz. Man kann das hier sehen. Die Pflanze hat 80, teilweise sogar meterlange Triebe gemacht. Und das wollen wir natürlich dann nicht ganz so lang lassen und ein bisschen zurücknehmen. Und was wir hier vielleicht das Spannendste lernen und verstehen, ist, dass die Theorie, dass japanische Ahorne am besten gar nicht geschnitten werden, die kann man so nicht stehen lassen. Nein, also ich würde das so nicht stehen lassen. Ich denke, dass die japanische Ahorne sehr wohl zurückgeschnitten werden können. Aber wichtig sind halt die Dinge zu beachten, dass man sie nur im Frühjahr schneidet und möglichst nur im einjährigen Holz schneidet, weil da die Gefahr einer Pilzinfektion oder überhaupt einer Krankheitsinfektion dann am geringsten ist. Ja, liebe Zuschauer, Sie sind schön, aber empfindlich. Daher mehr Wissen zu Pflege und Sorten in Teil 2.